Ja, das ist halt das Problem, dass man immer nur seine Stimme im Ohr kennt und nicht so, wie es halt dann für andere sich anhört. Aber ja, also eine besonders ganz tiefe Stimme würde ich jetzt auch nicht sagen, aber eine sehr klangvolle, melodische Stimme hast du halt. Danke. Ich höre dir halt unheimlich gerne zu. Ich habe übrigens gerade im Hintergrund während des Kampfes mal nachgeguckt, in welcher Folge das war. Ich habe sie dir auch einfach mal gepostet. Das war Folge 72, wo Mauzi sprechen lernt, weil Mauzi sich Okay. verliebt und weil Mauzi schlecht behandelt wurde und weil Mauzi sich verliebt hatte in ein anderes Mauzi und das dem anderen Mauzi beweisen wollte, dass es was Besseres ist auch. Irgendwie so war Das das. ist immer eine gute Grundlage für eine Beziehung, wenn man den anderen beweisen möchte, dass man was Besseres ist. Ja, das ist ja aber Gott sei Dank Hat bei uns das nicht so. Mauzi wohl nicht verstanden, worum es da geht? Ja, und seitdem spricht das Mauzi halt und hat halt und denkt halt immer noch daran zurück und hat dann, wenn es daran zurückdenkt, Liebeskummer. Was ich ja auch verstehen Ja, kann. aber selbst schuld, ne? Ja. Weil, Man sollte sich nicht verstellen. das erstmal schon mal nicht und dann aber auch so, jetzt so gewinnt man niemanden. Richtig. Man versucht, was Besseres zu sein. Also Man das würde gewinnt. mich eher persönlich abschrecken. Man gewinnt so niemanden und man hält auch so niemanden auf Ja, Dauer. das ist richtig. Selbst wenn man ihn gewinnen würde, würde man ihn nicht auf Dauer halten können. Weil man sich immer mehr verstellen müsste, immer mehr einfallen lassen müsste. Und das ist Genau. ein Ding, was nicht geht in einer Beziehung. Man sollte beide sollten so sein, wie sie sind. Beide sollten so akzeptiert werden, wie sie sind, also gegenseitig sich halt Richtig. akzeptieren. Weil sonst kann es keine gesunde Beziehung sein, wie ich finde. Ja, sonst ist das nur immer so ein Ehrgeiz, so ein Gerangel und darüber vergisst man dann auch, ja, na, die Bindung halt, das Emotionale und wie soll ich sagen? Die Das Verbundenheit. Wissen, das, die Verbundenheit, das Zwischenmenschliche halt. Das geht dann schnell unter. Das ist ja eigentlich das Schönste am Anfang. Ja. Ich werde da jetzt nicht weiter drauf Ja. eingehen. Nein, sonst wären wir wirklich noch gehauen. Virtuell gehauen. Ja, das werden wir ja sowieso wegen unserem Liebesspam, ne? Ja, ich glaube, die Leute haben sich da jetzt mittlerweile schon ganz gut dran gewöhnt. Ich hoffe. Die verfolgen, ich denke, sie verfolgen das auch so ein bisschen, ja, weil wir am Anfang ja schon so ein bisschen so, wird ja dann doch irgendwann mit der Zeit ein bisschen anders, es verändert sich ein Ich liebe bisschen. dich. Warum wusste ich, dass das jetzt kommt? Ach ja. Aber ich werde mich auch ehrlich gesagt davon nicht abhalten lassen, das zwischenzeitlich zu sagen. Ja, du kannst halt nicht anders. Erstens Du bist das. raus. Und zweitens lasse ich mir den Mund verbieten. Mäh. Ja, wir sind halt, das ist halt noch so, wir sind halt noch so frisch verliebt, aber ich bin ja trotzdem immer so ein bisschen so, das ist halt auch doch irgendwo ein bisschen privat. Ich bin das nicht gewöhnt, dass man das dann immer so die ganze Zeit. Ich bin mir immer bewusst, dass dann ja Leute zuschauen und zuhören. Ich denke mir dann immer so, ja. Ich ehrlich gesagt nicht. Gar nicht. Dich Nein. interessiert das nicht, Mir ne? ist das nicht mehr. Ich Nein, weiß. mir ist das absolut nicht mehr bewusst. Auf Dauer wird einem das nicht mehr so bewusst, sag ich mal. Man merkt es erst dann wieder, wenn Kommentare kommen und so. Ach, die haben das ja wirklich geschaut. Weißt du, wie ich mein? Ja. Also während der Aufnahme ist es einem nicht bewusst. Da legt man einfach alles ab und ist einfach so, wie man ist und macht einfach sein Ding. Und wenn man das dann hochgeladen hat und dann ist es veröffentlicht und dann sehen die Leute es tatsächlich, dann denkt man sich so, oh jo, stimmt, da war ja was. Die können es ja tatsächlich sehen oder die sehen es ja tatsächlich, weißt du, Ja, wie ich meine? okay, ja, verstehe. Man legt so, anfangs hatte ich auch total das Lampenfieber beim Aufnehmen. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat in meinen alten Aufnahmen. Du kannst es ja beurteilen so ein Bisschen, bisschen. ja. Doch, 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 klar, ein Ja, und bisschen hat man schon mittlerweile, gemerkt. pff, ja. Gehört das so dazu, ne? Zu deinem Leben. Ja, ich kann ja mal was verraten. So ein bisschen dazu, warum ich immer so verlegen bin, was das angeht. Jeder hat ja immer so in seinem Leben schon so bestimmte Sachen erlebt und ich habe ja auch schon so Beziehungen hinter mir und auch eine ganz lange Beziehung. Und da war ich das gar nicht gewöhnt, weder am Anfang und zum gar nicht zum Ende hin, aber auch überhaupt nicht so dazwischen. Was für ein Satz. Egal, jedenfalls Also diesen während und vor, während und nach der Beziehung. nach, genau. Ja, im Prinzip, also so dieses emotionale,
bestätigen oder halt jemand einfach so da, das zu sagen, das kam da so gut wie nie vor, ne? Vielleicht am Anfang so ein bisschen so, ich hatte mich damit halt arrangiert oder ich dachte, ich brauch's nicht, muss es nicht hören oder ja, man bekommt es ja so anders gezeigt und so. Ich habe mir das halt immer so schön geredet, ne? Ich habe das halt relativ lange war mir das nicht bewusst, wie sehr mir das fehlt. Und jetzt habe ich so einen Mann an meiner Seite, der absolut, ich weiß nicht, Wortkünstler ist mit solchen Sachen und aber auch die einfachen. Wortkünstler. Ja, wir wollen ja jetzt mir nicht zu viel preisgeben, aber überhaupt, dass du mir gleich von Anfang an und das auch immer auf ganz liebe Art und Weise immer sagst, dass du mich liebst. Das ist natürlich für mich schon ein tolles Gefühl, absolut ungewohnt. Ich genieße das auch total, aber ja, ich bin trotzdem immer ein bisschen verlegen dabei. Ja, aber Das weißt du ja. Wortkünstler. Naja, in Höre der ich zum Hinsicht ersten finde ich Mal. ja. Also ich bin kein Du, Wortkünstler. dir fallen halt immer wieder neue Sachen an, womit du mich dann überrascht, wo ich so denke, oh, das hat auch noch keiner zu dir gesagt. Das war am laufenden Band. Jetzt mittlerweile hast du ja dein Repertoire ganz schön abgearbeitet. Nein, nein. Nein, Ich spare mir den Rest noch auf. nein. Jedenfalls, war ich am Anfang da wirklich schon ein bisschen überfordert, weil ich dachte so, wow. Oder kann man das noch toppen? Und dann konnte man das immer noch toppen. Und ja, da bin ich ganz schön verwöhnt, liebe Frauen. Das muss ich mal sagen. Da Aber habe ich ich sag schon. dazu, mein Repertoire ist noch lange nicht aufgebraucht. Aber Ich denke mal. ich nehme momentan die Sachen, aber die ich noch im Repertoire hätte für dich, noch nicht in den Mund, weil ich will dich ja trotzdem noch weiterhin überraschen. Das Das soll ja finde ich alles auch immer sehr schön gut. sein und frisch sein, sag ich mal, ne? Wie soll sich Ja, halt ja. auch noch in 10 Jahren anfühlen, als wäre es frisch. Oh mein Gott. Ja, das wäre schon echt genial. Jetzt haben wir aber ganz schön, jetzt ist ja schon kein Liebesspam mehr, was wir hier machen. Das ist ja schon. Ratgeber. Ja. Nein, Liebe aber. Männer, seid euch gewiss, werdet mehr wie ich. Boah, nee, ist das eingebildet. Ist das eingebildet, ey? Das geht gar nicht. Ich denke mal, du musst da schon deine Kommentare dazu zu hören bekommen. Nein, das war Aber natürlich ein Scherz. Aber liebe ja, Männer, ich ihr solltet denke. auch mal ein bisschen auf eure Frauen achten, wenn ihr welche habt. Ja, ich muss das wirklich sagen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht für mich jetzt. Also ich dachte wirklich so, ja, nimmst du so hin und ach, ja, Ach, der brauchst du tut nur nicht. so. Und du bist ja eh nicht romantisch und so, warum? Ich habe ja auch nie Blumen gekriegt 100. oder so und so, stehe da auch nicht so drauf und bla. Man redet sich das dann auch immer schon so ein bisschen ein, ne? Man redet Also sich das schön. so insgeheim, also jede Frau ist mehr oder weniger romantisch, aber irgendwo möchte man doch schon so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass man was Besonderes ist und so schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal nicht hofiert, hört sich ein bisschen blöd an, aber so ein bisschen verwöhnt werden und so. Und ich habe das ja jetzt hier, ne? Mag, ja, was soll ich sagen? Also, ich wäre hier verwöhnt mit Worten und mit Gesten. Da weiß man ja gar nicht, wie man sich da revanchieren soll. Gar nicht. Das, gar nicht. Gar Doch. nicht. Aber ich habe meine eigene Art, das weißt du auch wieder, dass ich da auch wieder so, ich habe da so, ja. Ich hoffe nicht, dass Ja. ich dich vernachlässige. Das wäre nicht schön. Nein. Nein. Und Alles dann so gut. nach Mach dir den, keinen und dann, Kopf. und dann so nach den 3 Wochen Urlaub, dann in der nächsten Aufnahme, dann so auf einmal so. Ja, wir sind auseinander. Nein, oh mein Gott, was? Die 3 Wochen Bitte, haben wir nicht überstanden. bitte. Das, also Nein. das garantiere ich nicht. Dir, das wird definitiv nicht der Fall sein. Nein, wird es auch nicht. Im Gegenteil, es wird nur intensiver. Und die, ja, Aber gut, das ist und alle Zukunft. so, und alle jetzt so in dem Moment, oh mein Gott. Ja, Bitte nicht. die Leute denken sich jetzt wahrscheinlich, oh mein Gott, warum Das reden die ist. heute über solche Themen? Warum Genau. hören die nicht was anderes machen? Warum können die nicht über was Besseres sprechen? Ich werde langsam über diesen ganzen Liebesplan total sauer. So. Okay, ich könnte es auch verstehen, ja, wenn das so ist. Och, selbst Muss ich wenn. schon sagen. Muss einfach mal gesagt werden. Ja, die Leute dürfen ja nicht vergessen, noch ist das ja immer noch. Noch sind wir ja immer noch nicht so lange zusammen. Es ist doch normal am Anfang. Und wenn ich das schon sage, ne? Das war ja schon heiß, heiß. Und wir sehen uns ja auch gar nicht so oft. Eben. Scheiß Entfernung. Naja, ja.
Sag mal nicht, aber. Wie war das letztens? Das Weltall ist so riesig. Da brauche ich nur bei mir aus der Tür stolpern und ich bin schon bei dir. Da sind 600 Kilometer im Vergleich zum Universum nichts. Ja, da hatten toll. wir nämlich so ein bisschen das Thema Universum Ich und haben weiß, da so ein bisschen aber. debattiert über so ein paar Punkte. Aber wir sind jetzt Aber eigentlich schon auch über die Stunde, ne? tröst dich das? Das tröstet einen doch Ein trotzdem nicht. wenig. Weil was interessiert Oh, mich das oh, 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 Universum? oh, 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 warte. What? Pig Knight Oh is Gott. evolving. Pig Knight evolving. Mein Pig Knight, also Verkokel, entwickelt sich jetzt zu Emberor oder so heißt er, glaube ich. Ich weiß den Namen gar nicht. Oh, geil. Da musst du mir das mal buchstabieren, die Vorstufe, damit ich mal gucken kann. Verkokel. Mit V oder mit Mit F? F. Ja, und da hat sich unser Pig Knight in Embor entwickelt. Englischer Name ist Embor. Ich weiß gerade den deutschen Namen nicht. Das sieht ja grimmig aus. Wer jetzt Embor? Flambirex. Flambirex. Ah, Flambirex. Flambirex. Also die Vorstufe ist Floink. Floink, ja. Floink. Floink. Verkokel. Und der Flambirex, genau. Genau. Müsste aus der vierten Gen sein. Ja, vierte Generation müsste. Nee. Das Fünfte. sehe ich. Vierte oder fünfte Das Generation. Flambirex jetzt, Ja. oder? Ja, das sehe ich mal alles noch nicht so auf einen Warte, Blick. ich nenne das Pokémon jetzt um in Flambirex. Fünfte. Fünfte Generation. Ah, okay. Das gibt es Wie aber auch ist nochmal der in der Name? sechsten Generation. Echt? Da steht bitte die gewünschte Generation Ach so, anklicken. nein, Fünfte Generation. ich spreche immer davon, wann das erste Mal aufgetreten ist, in welcher Generation. So, In der fünften. In der Flambirex fünften mit ist es. einem M Ja. BiREX. REX. Genau. Also ich buchstabiere nochmal Flambirex. Genau. Alles klar, jetzt heißt man das nämlich auf Deutsch. Jetzt habe ich den na deutschen Namen da eingetragen. So. Sehr schön. Cool, haben wir wenigstens heute mal wieder in der Aufnahmesession eine Entwicklung gesehen, auch wenn es nicht die Entwicklung war, die ich haben wollte. Und die Aufnahme ist eigentlich schon vorbei, ne? Wir haben schon die Stunde überschritten jetzt. Ja, 25 hat man ungefähr angefangen. Also passt das wieder jetzt. 31, glaube ich. 33, 33 um den Dreh haben wir angefangen. Ja, jetzt ist es Also, 25. genau. Also ist die Machen wir jetzt Stunde ein. noch nicht um. Ja, aber so gut wie, leider. So gut wie. Und ich habe nicht Ja. alles trainiert gekriegt. Ja, Flambirex, doof. dann wirst du das entweder so machen, dass du das Offscreen noch ein bisschen trainierst. Ohne Aufnahme oder dass du hätte noch mal so eine kurze Trainings auch. Aber ich würde, mach das doch einfach mal so. Gönn dir das doch einfach mal. Offscreen. Ja, ich glaube, ich gönne mir das auch mal Und offscreen einfach. am besten, wenn ich da bin, dann schaue ich dazu, wie du deine Pokémons Ah, trainierst. okay. Ja, stimmt. Wir haben ja das Turnier erst am 3. August. Da haben wir ja. Ja, stimmt. Genau. Ja, das werden wir tun. Das Juhu! werden wir tun. Das ist doch ein schönes Schlusswort, wenn du die Aufnahme jetzt beenden möchtest. Ja, nee, mach mal lieber Ja, noch bis 33, weil dann bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass wir die Stunde haben. ist das lustig, Leute? Will er mich die ganze Zeit dazu bewegen, hier zum Schluss zu kommen? Und dann, wenn ich sage, ja, machen wir Aufnahmeende, dann. Der kleine Perfektionist hier. Na, Ja. Perfektionist würde ich mich nicht schimpfen. Ja. Ja, Detailverliebtheit ist aber auch so ein bisschen Perfektionismus. Findest du nicht? Ehrlich gesagt, nö. Okay. Dann nehme ich das mal so hin. Ich finde es nicht so. Aber okay. Okay. Ja. Nein, ich Meine war ja eine Schwester ist Frage. Perfektionistin. Ah, okay. Das unterscheidet sich in der Hinsicht. Ja, definitiv. Ich bin detailverliebt. Ich achte auf Details. Ah, na Und gut, meine okay. Schwester, die achtet darauf, dass alles perfekt ist. Also ich bin mal so, ne? In manchen Dingen bin ich absolut, ja, gucke ich da. Wenn es jetzt so um Organisationssachen geht, zum Beispiel, weißt du, wenn ich so eine Geburtstagsfeier oder eine Party oder irgendwie sowas organisiere, oh, dann musst du wirklich immer alles stimmen, ne? Das muss dann perfekt sein. Das muss, da bin ich hier so der akkurate Listenschreiber und dann
wirklich auch detailversessen in dem Sinne, mit das Abgearbeiteten gemacht. Und da kriege ich manchmal so eine kleine Krise, wenn ich das Gefühl habe, dass das ein